Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kabarätselhaft. Mittlerweile die 11. Für alle, die nicht wissen, worum es hier geht, ich bin ansonsten Resident Quizmaster in der alten Kanzlei in Ebingen und im Sonnenkeller in Balingen. Da gibt es momentan aus Gründen, die allen bekannt sein dürften, ich weiß nicht, wir haben gerade eine Pandemie, keine Veranstaltungen, damit auch keine Quizshows. Ich habe mich daher zu euch ins Internet verlagert und wir quizzen hier. Ja, letzte Woche war es ein bisschen knackiger. Da hatten wir das kleine Jubiläum, 10. Internet-Quizshow hier bei Kabarätselhaft. Heute schauen wir mal, wie es wird. Ist spannend. Das kann jetzt heute. Ich tippe mal, das ist heute so ein Thema, wo die einen 10 Punkte heimtragen und die anderen 2. Falls ihr euch zur Gruppe rechnet, die vielleicht nur 2 heimfährt, schickt mir trotzdem eine Antwort, ne? Denn wenn ihr es nicht versucht, vielleicht ratet ihr ja zufällig richtig. Ihr habt bei jeder einzelnen Frage eine Chance von 1 zu 4, dass ihr richtig liegt. Das heißt, rein rechnerisch sollte hier jeder 2,5 Richtige haben bei diesen 10 Fragen. Und ich weise mal auf die wichtigste aller Regeln hier nochmal hin. Die steht in der Videobeschreibung oben unten an der Seite. Keine Ahnung, je nachdem, wo ihr guckt, die hört ihr auch im Tutorial. Nicht mogeln. Die Suchmaschine bleibt kalt, der Brockhaus staubt weiter im Regal. Das sage ich heute, weil wir heute einen fantastischen Preis haben hier. Einen, der den Rahmen dessen sprengt, was ich bisher hier so ausgespielt habe. Da habe ich jetzt bewusst etwas günstigere Preise gewählt. Heute allerdings gibt's Kultur live. Kultur. Es gibt wieder Live-Kultur in Balingen und anders als andere arme Städte, die müssen jetzt in Autokinos ihre Live-Kulturveranstaltungen machen. Ist natürlich gut, geht irgendwie, aber ein Autokino ist eigentlich dafür da, dass Autos Kinofilme gucken können. In Balingen, da haben die was viel Clevereres gemacht. Wo gehen Autos normalerweise hin? Auf einen Parkplatz. Und die haben jetzt eine riesen Veranstaltungsbühne auf einen Parkplatz gesetzt bei der Eiskunsthalle Drive-In Live in Balingen. Und da gibt es heute freien Eintritt zu gewinnen. Am 11. Juni, da spielen die Fennecs, großartige Band mit alten Musiker-Haudegen aus der Region. Außerdem spielen da Frida and the Old Stocks, auch das eine tolle Band aus Balingen mit ein paar sehr erfahrenen Leuten. Ich habe sie offen gesagt noch nie live gehört, aber ich habe mir eben das Line-up angeschaut und das ist erstaunlich, welche Talente die dabei haben. Also, 11. Juni, freier Eintritt zu Frida and the Old Stocks und den Fennecs für ein Auto eurer Wahl. Bitte kein SUV, die brauchen eine extra Karte. Und da unser Thema heute, besten Dank übrigens an Drive-In Live Balingen, speziell an Elisha, der sofort dabei war, hier so einen Preis auszuspielen. Ja, damit, da es heute ja um Kultur geht und obendrein am Sonntag der Welterbetag ist. Was ist der Welterbetag? Die UNESCO hat die Liste des Welterbes, also des Erbes der Menschheit. Und am Sonntag wird dieses Welterbe gefeiert, also die Punkte, die Orte, die Kulturerbestätten, die Naturerbestätten, wo man sagt, das ist so einzigartig und wunderbar, das ist wichtig für alle Menschen auf dieser Welt. Das steht auf der Liste. Unser Thema heute: Welterbestätten in Deutschland. Denn wir wissen ja noch nicht, wie es mit Reisen diesen Sommer aussieht. Wir müssen uns vielleicht darauf einstellen, das mehr oder weniger hier im Lande machen zu müssen. Gut, in Europa kann man von Deutschland aus, von den anderen Ländern aus, teils, teils, also alles noch ein bisschen vage. Stellen wir uns mal darauf ein, dass Urlaub in Balkonien mit Tagesausflügen stattfindet. Heute vielleicht ein paar hübsche Ideen, wie man sich da kulturell weiter entwickeln könnte. Welterbestätten in Deutschland. Wie üblich stelle ich hier jetzt trocken, nüchtern meine Fragen runter. Alle weiteren Informationen gibt's und Gags zum Thema gibt's dann im Auflösungsvideo, das später, heute Abend, heute Nacht, hier online geht, wo ihr das gerade schaut. Frage 1: Wer lebte in Haithabu? Waren das A. Wikinger? B. Kelten, C. Franken oder D. Sorben?
Frage 1 lautet: Wer lebte in Haithabu? A. Wikinger, B. Kelten, C. Franken oder D. Sorben? Frage 2. Was gehört zum Weltnaturerbe? Wie gesagt, es gibt kulturelle Denkmäler, es gibt aber auch Naturdenkmäler. Was gehört zum Weltnaturerbe? A. Tolles Meer. B. Großartiges Meer. C. Sohnmeer. Oder D. Wattenmeer. Was gehört zum Weltnaturerbe? A. Tolles Meer. B. Großartiges Meer. C. Sohnmeer. Oder D. Wattenmeer. Eins davon ist Weltnaturerbe in Deutschland unter anderem. Frage 3. Was findet man im Ruhrgebiet? Findet man da A. den Schachtschießverein, B. das Bergwerk Badeverein, C. die Zeche Zollverein oder D. die Mine Musikverein? Frage 3 lautet: Welches Welterbe findet man im Ruhrgebiet? Ist das A. der Schachtschießverein, B. das Bergwerk Badeverein, C. die Zeche Zollverein oder D. die Mine Musikverein? Frage 4. Welches Denkmal war das erste, das aus Deutschland auf die Welterbeliste kam? Das war, ich verrate es, 1976 beschloss die UNESCO, okay, wir machen diese Liste. 1978 wurde die erste Liste veröffentlicht und auf dieser allerersten Welterbeliste stand ein Kulturdenkmal aus Deutschland. Welches? A. Der Aachener Dom. B. die Hamburger Speicherstadt. C. Der Bergpark Wilhelmshöhe. Wer den nicht vor Augen hat, der befindet sich in Kassel. Oder D. die prähistorischen Pfahlbauten im Alpenvorland. Frage 4. Welches Denkmal war das erste, das aus Deutschland auf die Welterbeliste kam? A. Der Aachener Dom. Der Aachener Dom muss natürlich Lösung A sein, weil da habe ich jetzt drei A's nacheinander. A. Aachener Dom. B. Hamburger Speicherstadt. C. Bergpark Wilhelmshöhe oder D. prähistorische Pfahlbauten. Das wäre Lösungsoption P, wenn wir entsprechend viele Lösungen hier jeweils zur Auswahl stellen würden. Frage 5. Was steht auf deutscher Beitrag auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit? Was ist dieses immaterielle Kulturerbe schon wieder? Ich meine, so ein Aachener Dom, das ist materiell, so eine Hamburger Speicherstadt ist materiell, dieser Bergpark, der steht irgendwo, das ist natürlich materielles Welterbe. Auch so ein Naturerbe, so ein tolles Meer oder großartiges Meer oder Sohnmeer oder Wattenmeer, auch sowas ist natürlich was völlig Materielles. Es gibt allerdings auch Dinge, die nicht materiell sind. Beispielsweise bestimmte Tänze, bestimmte Musikarten, bestimmte Stofffärbemuster und so weiter. Das wäre immaterielles Kulturerbe, die seit... Und diese Liste ergänzt seit wenigen Jahren das materielle Welterbe. Da stehen 4 deutsche Beiträge drin in dieser Liste nach momentanem Stand. 2 davon grenzübergreifende, die also keine spezifisch deutschen sind, sondern die wir mit diversen Nachbarländern teilen als Kulturtechniken. Was ich wissen möchte, ist ein rein deutsches immaterielles Kulturerbe. Ist das A. Akkordeonbau und Akkordeonmusik? Ist das B. Geigenbau und Geigenmusik? Ist das C. Trompetenbau und Trompetenmusik, Deutschland, deine Blasmusik? Oder ist das D. Orgelbau und Orgelmusik? Was steht als deutscher Beitrag auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit? A. Akkordeonbau und Akkordeonmusik. B. Geigenbau und Geigenmusik. C. Trompetenbau und Trompetenmusik. D. Orgelbau und Orgelmusik. An dieser Stelle sei mir der Hinweis erlaubt. Ihr könnt mich auf zweierlei Arten hier in meinem kulturellen Tun unterstützen. Wer weiß, vielleicht wird die Quizshow einmal immaterielles Kulturerbe. Die Quizshow an und für sich. Ich fände es schön, setze mich voll dafür ein.
Wer diese Kulturveranstaltung hier unterstützen möchte, kann es auf zweierlei Arten tun. Als Unternehmen, als Organisation, als Verein, als was weiß ich, wer hier mal einen Preis zur Verfügung stellen möchte für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die meisten davon sind noch aus der näheren Umgebung rund um Balingen, wo diese Show hier produziert wird. Meldet euch bei mir. Ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn ich da nicht jede Woche furchtbar lange Telefonate führen muss. Diese Woche ging es schnell. Tausend Dank nochmal, Elisha. Wer mich als normaler Teilnehmer hier und normale Teilnehmerin unterstützen möchte, kann mir was in meinen virtuellen Hut schmeißen. Dieser virtuelle Hut steht bei PayPal und heißt derhut@kabaretzlaff.de, derhut@kabaretzlaff.de. Da erreicht mich euer unterstützender Münzwurf hier in meinen virtuellen Hut. Wer sich da unsicher ist, wie viel er geben soll, klar, je mehr, desto lieber, aber es als Orientierungswert vielleicht, wie viel würdet ihr sonst bei so einer Live-Quiz-Abend bei mir für Speis und Trank in den Lokalitäten ausgeben, wo ich das sonst mache? Das wäre vielleicht ein gewisser Orientierungswert. Frage 6. Was findet man in der Grube Messel? Sind das A, Tonscherben? Ist das B, Bohnerz? Ihr wisst, was Bohnerz sind. Das sind so kleine eisenerzhaltige Klumpen, die in der frühen Eisenzeit eine Riesenrolle gespielt haben. Sind das C, Fossilien? Oder ist das D, Achat, ein Quarzmineral? Was findet man, lautet Frage 6, in der Grube Messel? Sind das A, Tonscherben? Ist das B, Bohnerz? Sind das C, Fossilien? Oder ist das D, Achat? Mit Frage 7 kehren wir zurück ins Ländle und fragen uns, wo findet man auf der Schwäbischen Alb Welterbe? Natürlich überall. Also du könntest eigentlich die komplette Schwäbische Alb als Welterbe titulieren, aber auf der UNESCO-Liste steht nicht die ganze Schwäbische Alb, sondern nur ein kleiner Teil davon. Wo findet man auf der Schwäbischen Alb Welterbe? Frage 7. A, im Lohnetal. B, im Lauchertal. C, im Filztal. Oder D, im Schliechental. Lasst die Landkarte stecken. Alle vier Flüsse fließen über die Schwäbische Alb bzw. von der Schwäbischen Alb runter. Also das Wasser kann es gar nicht. Hat es furchtbar eilig, von der Alb runterzukommen. Ich mache heute bei den Fragen schon Gags. Ich guck das Antwortvideo, da gibt es noch mehr. Also, wo findet man auf der Schwäbischen Alb Welterbe? A, im Lohnetal, B, im Lauchertal, C, im Filztal oder D, im Schliechental? Und wir bleiben in unserer geliebten Heimat Baden-Württemberg und fragen mit Frage 8, wie viele Welterbestätten gibt es in Baden-Württemberg insgesamt? Sind das A, 4, B, 6, C, 8 oder D, 10. Wie viele Welterbestätten gibt es in Baden-Württemberg? Insgesamt sind das A, 4, B, 6, C, 8 oder D, 10. Frage 9. Was für die wahren Welterbe-Fans hier. Was widerfuhr im Hinblick aufs Welterbe bislang nur Deutschland und Oman? Ein kleiner exklusiver Club von gerade mal 2 Nationen auf der Erde, denen im Hinblick aufs Welterbe was passiert ist. A, 5 neue Einträge in einem Jahr. Das wäre ziemlich rekordverdächtig für ein einzelnes Land. B, eine Ablehnung einer Bewerbung wegen Formfehlern. UNESCO, klar, da musste durchblicken. C, Korruptionsvorwürfe im Auswahlverfahren. Wir wissen, wie das bei solchen internationalen Vergaben läuft, spätestens seit Fußballweltmeisterschaften vergeben werden. Oder D, die Aberkennung eines Welterbestatus. Frage 9, was widerfuhr im Hinblick aufs Welterbe bislang nur Deutschland und Oman? A, 5 neue Einträge in einem Jahr. B, Ablehnung einer Bewerbung wegen Formfehlern. C, Korruptionsvorwürfe im Auswahlverfahren oder D, Aberkennung eines Welterbestatus. Zu guter Letzt zu einem der beiden ganz neuen
Einträge auf die Liste aus Deutschland neben der Montanindustrie im Erzgebirge, die allerdings wieder ein grenzübergreifendes Kulturerbe ist. Frage 10. Welches Augsburger Wunderwerk bekam den neuesten deutschen Eintrag auf der Welterbeliste oder in die Welterbeliste auf der Welterbeliste? Frage 10. Welches Augsburger Wunderwerk bekam den neuesten deutschen Eintrag auf der Welterbeliste? Ist das A, die Puppenkiste? Ist das B, die Fuggerei? Ist das C, das Wassermanagement? Oder ist das D, das Brecht-Geburtshaus? Welches Augsburger Wunderwerk bekam gerade im letzten Sommer, ich kann mich noch erinnern, den neuesten deutschen Eintrag auf der Welterbeliste? A, die Puppenkiste, B, die Fuggerei, C, das Wassermanagement oder D, das Brecht-Geburtshaus? Soweit also die 10 Fragen für heute. Wie üblich muss man nicht alle 10 korrekt beantworten, um hier zu gewinnen, außer irgendjemand beantwortet 10 korrekt, denn es gewinnt die beste Einsendung, die zurückkommt. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los. Wir haben verlängerten Sommerabgabeschluss. Auch die heute Abend auf der Kulturbühne bei Lisa sind, könnten also im Prinzip, glaube ich, noch mitmachen. Bin gar nicht ganz sicher, wann die Veranstaltungen dort losgehen. Jedenfalls bis 23 Uhr könnt ihr euch beteiligen, wie es genau geht. Description oder das Tutorial-Video ganz oben am Anfang der Playlist. So, und wie gesagt, die Auflösung gibt es dann im Laufe dieses späten Abends dieser Nacht auf genau dieser Welle, wo ihr jetzt die Fragen mitbekommen habt. Das heißt, wer heute nicht so lange wach bleiben möchte, ab morgen früh könnt ihr das dann anschauen. Ich bleibe für euch aktiv die ganze Nacht, wenn es sein muss. Der Upload letzte Woche hat gedauert. Wie dem auch sei, bis dann. Ciao.